Hallo zusammen und willkommen zur Skyrim Mod Series Episode 92. Heute starten wir mit der Mod Nordic Ranger Outfit von Frank Dehmer. Hier haben wir eine leichte Rüstung, ein sehr feiner Stoff. Okay, Spaß beiseite. Also, eine leichte Rüstung für Männer, noch nicht für Frauen verfügbar, wird es aber in Zukunft sein. Es gibt schon Bilder davon auf der Mod-Seite selbst in der Bildersektion. Die Kleidung hat sehr viele kleine Details, so habt ihr zum Beispiel ein Horn auf der rechten Seite, Taschen, zum Beispiel diesen Rucksack mit all den Materialien auf dem Rücken. Ihr habt kleine Messer und Taschen an den Schuhen. Die Rüstung ist natürlich herstellbar in der Ledersektion, außerdem könnt ihr sie natürlich verbessern, verzaubern und tragen sogar. Cool, oder? Das ist immer so genial, wenn man mit dem Satz gerade so richtig ausholt und dann merkt man, oh, eigentlich ist man fertig. Also sind wir jetzt hier bei einer Mod von Sleepy Neko, Multiposition Elder Scroll und Back. Eigentlich eine ziemlich gute Idee. Wenn ihr aus der Hauptstory die Elder Scroll Drache gefunden habt, könnt ihr an der Himmelsschmiede verschiedene goldene und schwarze Elder Scrolls schmieden, die dann an verschiedenen Stellen auf eurem Rücken sind. Bis zu 3 Stück gleichzeitig. Die Dinger sind auch verzauberbar, das heißt, ihr könnt verschiedene Upgrades drauflegen, allerdings keine, die eigentlich Füße betreffen würden. Und mit Shooting Stars von Isoku haben wir ein Eye Candy vom Feinsten. Von 8.30 Uhr abends bis 6 Uhr morgens könnt ihr Sternschnuppen am Himmel sehen. Ihr bekommt hier ein kleines Ingame-Item, einen Zettel, mit dem ihr bestimmen könnt, wann oder eher gesagt, wie oft die Sternschnuppen am Himmel erscheinen sollen. Das Ganze reicht von 20 Sekunden bis 60 Sekunden, was dann heißen würde, dass alle 20 Sekunden irgendwo am Himmel eine Sternschnuppe auftaucht. Hier könnt ihr es sehen, ich habe es mal etwas verlangsamt, da es doch recht schwer zu sehen ist. Auf dem Zettel selbst könnt ihr auch verschiedene Daten sehen und an diesen Daten können bestimmte Events passieren, zum Beispiel ein Meteorschauer. Ich habe auch versucht, einen ausfindig zu machen, aber nach 20 Minuten oder so habe ich aufgegeben. Ich konnte es einfach nicht erkennen. Schade eigentlich. Es gibt übrigens auch Meteorstürme, aber die sind dann noch seltener. Wie auch immer, man bekommt eine kleine Nachricht links oben im Menü oder im Bildschirm generell eben, wo auch alle anderen Nachrichten erscheinen. Also werdet ihr es generell nicht verpassen. Aber es ist wirklich schwer zu sehen. Aber es sieht einfach wunderschön aus. Und muss man einfach empfehlen, diese Mod, wenn man, wie ich, total auf solches Zeug abfährt. Damit vielen Dank fürs Zuschauen zusammen und ich sehe euch das nächste Mal. Tschüss!